Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute wollen wir einmal dem Rheinfall von Schaffhausen einen Besuch abstatten. Dazu fliegen wir zunächst nach Schwenningen. Nach der herausragend guten Erfahrung mit der Schweiz in 2019 sollte dies kein großes Problem darstellen. Unklar ist lediglich, ob ich dafür einen Flugplan aufgeben muss oder ob uns die Schweizer Flugsicherung diesen kleinen Abstecher durch die Schweiz einfach so fliegen lässt. Und da wir die letzten 10 Meilen mit Zürich-Information fliegen, frage ich kurz vor der Landung einmal nach. Und tatsächlich, mit unserem Routing ist kein Flugplan notwendig. Aber nun sind wir erst einmal in Schwenningen. Und da ich hier noch nie gelandet bin, werde ich von der Tatsache überrascht, dass es hier ein kleines, aber feines Luftfahrtmuseum gibt. Seit 1988 gibt es hier eine private Sammlung von über 40 historischen Flugzeugen aus Deutschland, England, Frankreich und Russland. Sogar ein Alpha Jet und ein Starfighter ist dabei. Hier kann man problemlos ein paar Stunden verbringen, ohne dass es langweilig wird. Notfalls auch mit einem Snack oder Kaffee und Kuchen. Aber dann geht's weiter. Mit meinem Freund Gerd in seiner Sting spreche ich das genaue Prozedere ab, sodass wir uns nicht gegenseitig stören. Denn natürlich will jeder von uns auch 2 Runden um dieses Naturschauspiel drehen. Der Schweizer Flugsicherung kündige ich daher in kurzen Worten unsere Absicht an. Anflug über Blumberg, 2 Runden um den Wasserfall, während das zweite Flugzeug einer Holding über dem Wald fliegt, Abflug über Binningen und dann am Nordrand des Bodensees entlang weiter nach Kempten. Der Lotse akzeptiert diesen Plan anstandslos und ohne Bemerkungen oder Nachfragen. Wieder einmal wird meine inzwischen schon sehr oft gemachte Erfahrung bestätigt, je knapper und präziser man dem Lotsen sagt, was und wie man fliegen will, umso größer sind die Chancen, seine Anfrage auch genau so genehmigt zu bekommen. Er lässt sich lediglich bestätigen, dass wir nicht in die TMA Zürich einfliegen, die hier in einer Höhe von 3000 Fuß liegt und für die wir eine separate Freigabe benötigen würden. Aber wir wollen ja ohnehin tief fliegen, eher an der unteren als an der oberen Grenze des für uns fliegbaren Luftraums. Und für eine Formation ist wichtig, dass nur die Leadmaschine mit den Controllern kommuniziert und die folgenden Flugzeuge alle Anweisungen ebenso befolgen. Und dann haben wir den Rheinfall direkt vor uns. Neben 2 Fällen in Norwegen ist er der größte Wasserfall in Europa. Aus einer Höhe von 500 Fuß bietet sich uns ein faszinierendes Naturschauspiel. Rund 500 Kubikmeter Wasser, das ist der Inhalt eines Einfamilienhauses, stürzen hier pro Sekunde über die Felsen. Vor 100.000 Jahren wurde der Fluss bei Schaffhausen nach Süden abgelenkt, aber erst vor ca. 15.000 Jahren entstand der Rheinfall in seiner heutigen Form.
und dann geht's weiter zum Bodensee. Am Nordrand des Sees passieren wir Überlingen, Reichenau, Friedrichshafen und schließlich Lindau. Ich war hier wirklich schon sehr oft, aber die Bodenseelandschaft ist jedes Mal von Neuem faszinierend.